Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Mercedes-Benz Citaro C2 GRTV an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modding-Team SOSI Modding, gibt es nur für PC/Mac. Ihr braucht einen Simple IC-Mod, wenn ihr alles oder alle Funktionen nutzen wollt. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann SOSI Mods. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ja, wir haben wieder einen Blaulichtmod und ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder, aber ich weiß, umstritten. Was ist umstritten? Da gehen gerne mal die Emotionen mit den einen oder anderen durch, aber denkt immer dran, es gibt viele Leute, weil es halt keinen ordentlichen Rettungssimulator gibt, die das im LS spielen. Deswegen, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ne, solange es keine extremistische Scheiße ist, hat alles seine Daseinsberechtigung im LS. Und dieser Mod, der wankt bei mir so zwischen Begeisterung und ein bisschen Ernüchterung. Aber du, komm mal erstmal, oder sehen wir erstmal zu. Mercedes-Benz Citaro C2 KGRTW. Ja, also ein Großraum-Rettungswagen. In dem Fall ein Bus, Feuerwehrbus, Rettungswagenbus, so in der Richtung. 350 PS Leistung, 400 Liter Diesel, 6 Liter AdBlue, 120 km Max-Speed, 300.000 in der Anschaffung, 15.300 im Leasing. 4 Config-Blöcke, Design, Blaulicht, Heckblaulicht, Frontblitzer. Design haben wir einmal Mittelberg und einmal Königsberg. Irgendwelche Karten, ne, halt, oder Orte im Endeffekt, ne, bei Benny da irgendwie, whatever. Dann haben wir einmal Blaulicht, einmal DPS 3000 und einmal Komet LED. Ja, also entweder halt so richtiges Ding hier oder halt nur so, ne, soweit so klar. Dann haben wir Heckblaulicht, auch wiederum DPS 3000 und dieses Komet LED. Und dann haben wir vorne noch Frontblitzer, da können wir uns entscheiden, ob wir den 2 oder gerne 4 hätten. Ja, soweit so klar. Gut, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal hier mit an. Ich habe jetzt mal dieses Mittelberg genommen. Wir haben hier dann hier Großraum, Rettungswagen, Mittelberg. Ja, es pixelt ein bisschen, ne, wenn man näher rangeht, ne, gerade an den Seiten immer. Aber ansonsten ist das soweit vollkommen in Ordnung. Ich lenke mal hier ein, dass man das ein bisschen besser sieht. Ja, wir haben hier mehr oder weniger normale Straßenbereifung. Das wirkt allerdings ein bisschen, ne, ihr seht, diese Räder so, wirkt ein bisschen gummimäßiges. Wir haben Felgen, Mercedes-Stern da mit drin. Ihr seht, der Bus wankt auch gerade ein bisschen oder springt so ganz minimal auf und ab. Das macht er aber meistens nur beim Einlenken. Man kann es teilweise auch erkennen, warum. Es sieht so aus, als würde das ein bisschen schleifen, aber ihr seht, hier ist eigentlich noch genug Platz frei. Wenn das Ding jetzt hier nur normal stehen würde, ne, dann sieht man dann einmal hier, er ist still in dem Falle. So, weiter vorne haben wir dann die 4 Frontblitzer, Citaro. MIB RD 186 so rum. Ne? Und dann hier dementsprechend die Frontblitzer, Mercedes-Benz Stern, Fahrtleuchten, ne, etc. pp. Oben LED-Anzeige, Arbeitsleuchten, beziehungsweise diese Arbeitsleuchten ziehen sich auch einmal komplett hier rundherum, kommen wir dann später noch dazu. Dann das Blaulicht da oben mit drauf. Ne? Dann haben wir einmal hier, ne, die Türen, soweit so klar. Hier nochmal Mittelberg, das gleiche in grün. Hintere Türe, auch klar. Und dann hinten im Heckbereich, dann nochmal Mercedes-Benz, Citaro, Rettungsdienst Mittelberg, nochmal LED-Anzeigen, hinten die Heckblitzer mit dabei und ja. Thema Kollision, ihr seht, da wurde auf Kollision teilweise verzichtet. Also ich kann hier einmal überall rein, raus, links, rechts, hoch, runterlaufen. Ne? Also der Bus hat in dem Falle nicht wirklich eine Kollisionsabfrage. Was mich verwundert, was auch zu Problemen führen kann, weil wenn mal irgendwas sein sollte, ihr fahrt hier halt einfach straight mit dem Auto durch. Könnte man noch hinzufügen, da weiß ich nämlich nicht, warum das so ist. Das ergibt uns aber auch gleich die Möglichkeit, den Innenraum genauer anzuschauen, aber erstmal hier zum Fahrer-Dings. Wir haben Mercedes-Benz Lenkrad mit dazu, wir haben Dornspiegel und Dornspiegel. Die sind soweit auch in ihrer Form, auch wenn es hier selber, ihr seht das Ganze, hier irgendwie doppelt drin ist, sieht auf jeden Fall ein bisschen eigen aus. Oben halt hier für Fahrerkarte und den ganzen Spaß. Vorne die Armaturen selber sind so minimalistisch mit drin, ne? Also man hat halt vordere Tür, hintere Tür, neutral, Drive, rückwärts, Gang 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Ne? Also kennt man ja so ein bisschen von OMSI und anderen Bus-Simulationen, aber aufs Minimalste runtergebrochen, mein ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier noch separat ein Feld für die Arbeitsleuchten. Wir haben hier noch Felder für die Innenraumbeleuchtung, kommen wir dann aber später alles der Funktionalität mit dazu. Wir haben hier, wenn man das einmal hier reingeht, könnte ein Spiegel sein. Der ist aber irgendwie kaputt. Ich weiß es nicht so genau. Sieht auf jeden Fall ein Beleigen aus. Man kann doch nicht wirklich was dran erkennen, aber vielleicht ist es auch Belüftung.
irgendwas, ich weiß es nicht. So, wenn wir dann einmal reingehen, haben wir dann halt hier normale Sitze. Und wir haben auch eigentlich mal so die volle Ausstattung, ne? Also wir haben hier ein paar Liegen mit drin, sämtliche medizinische Geräte, ne? Koffer, Feuerlöscher, noch irgendwas hier zum Aufbauen. Ist halt umgerüsteter Bus logischerweise für den Rettungsdienst, was es ja auch wirklich gibt. Also es ist jetzt nicht erfunden, ne? Das gibt es ja in dem Sinne wirklich. Sowie 3 Millionen Fächer auch noch hier mit dazu. Irgendwelche Einzelheiten, ne? Da bin ich einmal komplett raus. Aber es gibt ja viele, die beim Feuerwehr- und Rettungsdienst bei euch da aktiv sind. Ihr wisst das sicherlich ja alle. Aber prinzipiell nicht verkehrt. Fehlt ein bisschen allgemein an Details. Und ich meine jetzt nicht Details, dass hier drinnen irgendwas fehlt. Sondern von den Texturen halt her. Die wirken etwas statisch gesehen irgendwie. Ne, aber prinzipiell trotzdem ansehnlich, ne? So ist es jetzt ja auch nicht. Von daher nicht verkehrt. Im Außenbereich die Diegels noch ein bisschen Pixel-Lixel, aber und die Kollision, ne? Aber ansonsten ist das, geht das eigentlich soweit vollkommen klar. Das passt. Jo, hören wir uns mal den Sound an. Können wir ganz, ganz kurz halten, ist der Standard-Sound MAN. LKW, den man halt so im Spiel schon kennt. Gut, ist jetzt aber auch nicht so melodramatisch. Deswegen gehen wir gleich mal weiter zur Funktionalität. Im Außenbereich sehen wir hier, naja, Lenkrad mehr oder weniger richtig in der Hand. Ne, also wenn es gerade ist, so halt. Ne, beim Lenken sieht man so, da hat die Spielfigur noch so ein bisschen ihre Probleme. Ansonsten, wenn wir hier anschalten, haben wir dann einmal hier drinnen so ein, ja, das Display, wo man dann auch hinten den ich sag mal so schön, das was halt hinter uns ist. Ihr seht aber, das ist eine statische Grafik, ne, weil wenn wir uns bewegen, man sieht es an den Fenstern, da bewegt sich nichts. Armaturen sind aber mit animiert, wie ihr hier seht. Ne, wir haben auch, wenn ich Blinker anmache, das da vorne mit drin ist jetzt am Tag ein bisschen hell, in der Nacht sieht man das ein bisschen geiler. Ist nicht mit dem Tacho synchronisiert, aber es ist animiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz schnieke. Dann gehen wir einmal in die Nacht mit rein, dann sieht man das jetzt hier nochmal ein bisschen deutlicher, ne? Also das ist mit dabei, wenn ich hier separat Licht anschalte, werden hier noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Zu der Beleuchtung im Innenraum oder hintenrum, da sage ich leider mal was. Blinker sind im Außenbereich in dem Fall auch mit vorhanden, reflektieren in dem Fall auch. Wir haben ein schönes Tagfahrlicht da mit dabei, alles schick schön. Ansonsten halt normales Fahrtlicht und dann noch das Aufblendlicht, könnt ihr separat hier mit Numpad 6 aktivieren. Numpad 5 hat in dem Falle keine Funktion. Beziehungsweise diese Funktion besteht darin, hinten die Nebelschlussleuchte anzuschalten. Das ist Numpad 5. Aber ihr seht, auch Numpad 5 hat in dem Falle, die Nebelschlussleuchte hat in dem Falle kein Reflexionslicht nach hinten. Ja, Hupe kennt man soweit. Soweit so klar. Bevor wir dann zum Blaulicht kommen, erstmal noch die Fahrphysik. Wir haben 121 km/h Max-Speed. Das ist in Ordnung. Mit den Dingen irgendwo umzufallen, eher schwierig. Beschleunigung auch angenehm für das Spielen. Es ist halt ein Riesenschiff, ne? Ist halt ein Bus. Da müsst ihr halt ein bisschen lenken, ne? Und aufpassen. Da kommt er nur nicht um jede kleine minimalistische Ecke rum. Aber selbst wenn es mal aufs Feld gehen soll oder ein bisschen außerhalb der Straße, macht das der Bus eigentlich schon ganz angenehm. Da sollte es weniger Probleme geben, wie ihr seht. Das passt. Auch die Bremsen. Ne? Wir sind jetzt bei 50. Ich gehe jetzt mal auf die Eisen. Der steht relativ schnell. Ne? Deswegen, das ist in Ordnung. So, kommen wir mal zu der erweiterten Funktionalität über Simple IC, Blaulicht, Martinshorn habt ihr nicht gesehen, weil das ist eigentlich das, was beeindruckt. Wenn wir erstmal in die Nacht reingehen und das F1-Menü aufmachen, seht ihr, da habt ihr schon mal eine ganze Menge Auswahl. Position 1 ist einmal hier dieses Blaulicht selber. Die Blitzer vorne reflektieren, ansonsten die anderen Blitzer hier soweit auch, ne? Also das reflektiert alles, das sieht aber alles gut aus, ohne Frage. Dann haben wir über Keypad 7, also Numpad 7 und Numpad 8, die jeweiligen Martinshörner. Einmal für die Stadt, einmal fürs Land. So, Achtung laut. Wirklich Achtung laut. Lautstark etwas drosseln. So, dann hören wir uns mal erstmal die Stadt an. Gut, dann hören wir uns einmal das Land an. Achtung, ebenfalls laut. Was man sehr, sehr, wirklich sehr loopen muss, wir haben keinen Loop-Fehler drin. Ne? Also man hört den Loop im Endeffekt nicht oder dass da irgendwas abgeklingt, sondern das ist ein schön sauberer Loop in dem Falle. Ja, und das ist schon mal sehr, sehr gut. Lautstärke, vielleicht tickt zu laut, ist aber bestimmt auch wiederum Geschmackssache. So,
Dann können wir einmal mit der Taste X hinten den Heckwarner anschalten. Das sind dann diese gelben Leuchten hier. Die gehen natürlich auch aus, wenn ihr das Blaulicht an sich ausmacht, ne? Also das ist das. Dann können wir einmal mit den Keypad 9, also Lampad 9, die LED-Anzeige bzw. die Matrix anmachen. Dann seht ihr hier, da läuft hier Rettungsdienst durch. Wir haben da 112, vorne steht Rettungsdienst da, hier steht nochmal 112. Das ist auch noch ganz nett. Mit der Taste N können wir die Abdeckung öffnen. Ja, das ist im Endeffekt hier noch eine Funktion mit dazu, kommen wir aber dann später noch mit dazu. Mit rein, machen wir erstmal Abdeckung schließen. Dann, wo war denn... Also das wundert sich irgendwo. Achso, ja. Und dann haben wir natürlich noch Simple IC. Auch ein klassischer Fall. Können wir dann einmal hier aktivieren. Dann haben wir einmal hier vorne diese Umgebungslichter hier mit an. Ne? So das hier auch, das könnt ihr auch ausmachen. Habt ihr halt Umgebungslichter, dass das Ganze in der Nacht so schön ausgeleuchtet wird. Dann haben wir hier einmal so ein blaues Schlummerlicht, nenne ich es mal. Halt, dürfte ich, danke. Ne? Als normale Beleuchtung. Und das könnt ihr auch noch ausschalten. Und können dann noch einmal die Festtagsbeleuchtung anmachen. Das sieht dann halt so aus. Auch eine nette Geschichte. Und dann gehen wir einmal kurz in den Tag rein. Und machen das da wieder hier aus. Und dann haben wir nämlich auch hier noch die Möglichkeit, die vordere und die hintere Tür zu öffnen. Mit Sound. Ja, hört sich auch an sich nicht schlecht an. Ne? Und wenn ich das hier wieder zumache. Ne? Haben wir auch separat Licht dazu. Das Ganze... geht auch für hinten, ihr seht, das leuchtet gerade. Jetzt öffnet sich hier hinten die Tür. Ne? Ganze halt einmal auf, kann ich auch wieder zumachen. Naja, also das ist alles mit dabei und das ist alles auch sehr, sehr schnieke. So, dann machen wir mal kurz das hier aus und das aus, beziehungsweise mal kurz wieder das Hushibu-Licht ausmachen. Wunderbar. Ne? Also, das funktioniert soweit. Taste N, wie gesagt, da steht da Abdeckung öffnen. Habe ich leider keine Funktion gefunden. Also, weder am Tag noch in der Nacht. Ich wüsste nicht, für was die N-Taste zuständig wäre. Es wird auch in dem Falle nicht wirklich mit beschrieben, ja, was das sein soll. Weil da kann ich ja klicken, aber es tut sich in dem Fall nichts. Beziehungsweise wir haben halt hier vorne diese Anzeige. Aber wenn ich da jetzt einmal ran hier mache, zack, da seht ihr das halt hier. Ist halt Strom und drei Striche. Ja, gut. Das ist schön, aber was das genau bedeutet, ich habe keinen Plan. Um ehrlich zu sein. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. So ist es ja nicht. Ja, das ist eigentlich so, was die Funktion an sich angeht. Wäre noch ganz nett gewesen, wenn man von außen irgendwie noch mit in die Türen reinkommen könnte. Weil, wie gesagt, das ist jetzt bis dato nur hier drin. Ne, von außen gibt es da keinen Knopf oder irgendwas. Aber ebenfalls nicht so, dass ich ihn gesehen hätte. Weil das müsste ja theoretisch gesehen, glaube ich, irgendwo hier... oder irgendwo da sein, aber ist es in dem Falle nicht. Ne, wir haben draußen keine Interaktion, was das angeht. Aber jo, jo. Komm, einmal bitte Tür zu. Dankeschön. Ne, das ist es eigentlich gewesen. So, das ist meine Begeisterung, dass hier sehr viele Funktionen drin sind. Das Fahrzeug auch nicht schlecht aussieht. Also es ist wirklich gutes Aussehen. Gute Smart-Insern, gute Blitzer. Alles geil. Jetzt kommt die kleine Ernüchterung. Und zwar einmal der Lok. Der ist jetzt nicht so melodramatisch, ihr seht das Ganze. Wir haben hier zwei Aros drin, die duplizieren sich gerne. Wenn man es halt auswählt, Brand.dds und sowas, ne, da kann der die Ressource nicht laden. Okay, sind wir halt auf eine Warning, haben wir dann hier oben noch mit dazu. Also wir haben zwei Aros und eine Warning. Das ist im Vergleich zu den Fahrzeugen, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, wesentlich angenehmer und auch besser zu fixen. Das ganz große Problem ist halt nur, das Ding, also der Bus... ist 230, also über 230 MB groß. Und das ist natürlich mein lieber Herr Gesangsverein. Ich weiß nicht, ob das eine Polybombe ist oder das nicht richtig oder noch nicht optimal strukturiert worden ist im Mod-Ordner oder so. Aber 235 MB ist halt too much. Viel too much. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ja, ein bisschen nach unten schrauben. Weil das kann man zwar machen, ohne Frage, aber gerade auf Dedicated Surfern und auch wenn man da mehrere Busse mal hat, das zieht halt Giants Engine Performance technisch ganz schön was runter, ne? Also das ist noch der ganz große Nachteil an dem Mod. Der ist riesig, über 230 MB. Könnte man irgendwie versuchen, das noch runter zu pressen. Schau mal, die Hälfte wäre ja schon mal okay. Es war immer noch zu viel, 100 MB, ne? Oder 130 MB, aber halt besser wie 230 MB, ne? Deswegen. Aber trotz allem, wer seinen Spaß dran hat,
bitteschön, wie gesagt, alles offen. Ich muss SOSI hier wirklich loben. Das ist ein sehr schöner Bus für die Leute, die halt einfach Blaulicht im LS haben wollen. Top-Geschichte. Ja, wenn alle Mods in der Qualität wären, mit weniger MB, wohlbemerkt, dann, was die Blaulicht-Mods angeht, ja, dann wäre doch geil. Ne? Also wenn das der Standard wird, mit weniger MB halt, ne? Tobi. Dann braucht man sich da auch nicht mehr zu verstecken. Das ist, oder, ne, dann ist das eigentlich vollkommen in Ordnung, weil das ist halt Qualität. So, in dem Falle, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssi, Gufski.